The following video is rated PG. Tobi hat jemand so nachgeladen. Mach das Licht aus. Guck mal, da kommt ein Zombie. Und jetzt lockt er. Ah, Zombie, ja. So, ich bin jetzt hier im Gebüsch drin. Okay, jetzt. Oh, da lockt dich mal aus. Weg. Safe ist safe. Safe ist safe, richtig. Genau. Boah. Ich würde, sobald der Typ die Tür aufmacht, ich klopfe ihm meine Axt in die Fresse. Richtig Arschloch. Oder Mann. Was ist bei euch eigentlich immer so viel Action? Lass mal Zombies umkloppen. Okay, letzte, bist du bereit, Cola? Ich glaube, wir müssen mal, um ein bisschen Action zu haben, mehr an die Küste. Was ist das? Wir haben einen neuen Kill. Mein Gott, das ist vielleicht nichts draus. Salin-Bag. Hier war schon wer? Wo? Ich hab Salin gefunden. Ah, da drin war ich. Denn da hier oben hinten noch, der Holz. Gehen wir mal in die Hütte rein. Okay, hier ist es mega dunkel drin. Hier ist es überall mega dunkel, ja. Turn on. Essen wäre, sag ich mal, ganz geil, ja. Muss ich echt sagen. Ja. Was ist geil? Essen wäre mal geil, hab ich gesagt. So. Oh, wer kommt da mit der Taschenlampe? Ich bin das. Kannst du uns nicht sehen im Haus? Die Taschenlampe leuchtet durch die Wände durch bis raus. What? Ja. Man sieht sofort, in welchem Haus du bist. Okay, das ist seltsam. Naja, dann lass ich sie aus. Alpha, ne? Alpha halt, ja. Jo. Hier im Hinterhof ist auch noch ein Zombie. Hi. Wow, springt erstmal in mein Gesicht. Wo ist denn Fabi jetzt? Ich bin in einem Haus hier noch, ich komme gleich wieder auf die Straße. Okay. Geh mal wieder ein bisschen ins Dorf rein. Ist eigentlich. Ist das Wind oder ist hier Meer in der Nähe? Wind. Raschelt durch die Bäume. Wunderschön. Oh. Also gut, ich komme jetzt wieder auf die Straße. Nicht, dass ihr auf mich schießt oder so. Ah, jetzt sehen wir dich. Sehr gut. Warte mal. So, wo geht's denn hier lang jetzt? So, wir könnten jetzt die Straße weiter und dann würden wir nach Stary Sobor kommen. Okay. Ist das in der Richtung Dustin und Domi? Ja. Ja. Okay, ist, dann go. Südöstlich von uns. Dann lass mal los. Obwohl, Domi, lass sie mal eben ganz kurz chillen. Ich muss mal was schiffen. Ja, ich würde mal was interessieren. Nur mal kurz jetzt aber checken. Sieht gut aus. Da kommt ein Zombie. Ja, ja. Schießt einer oder? Ich hab Axt. Wow, mega schnell. Gib ihm. Jawohl. Zweimal der Hackengas gegeben. Also wir müssen jetzt die Straße runter oder was? Ja, wenn wir jetzt der Straße folgen, kommen wir nach Stary Sobor. Okay. Dann lasst uns wandern. Wenn ihr da seid, dann geht man in die Militärbasis. Die ist eigentlich auch immer ganz gut. Da habe ich auch schon im Auge nicht was rausgeholt. Stary Sobor? Hier links davon, ja. Okay. Das ist quasi direkt unterm Airfield. Das ist eine ganz kleine Military Base. Das sind eigentlich auch immer ganz geile Sachen. Ach, wir sind hier doch jetzt relativ nah am Polana. Wenn ich das, die Kugel da richtig gesehen habe gerade. Oder? War Stary Sobor nicht diese komische Kugel? Auf dem Mast? Wer läuft da ganz hinten? Gut. Warte mal. Irgendwas kommt nicht hinterher. Das bist du jetzt, ne? Ja, das bin ich. Achso, Leute, ich dachte, Carsten läuft vor. Nee. Seid ihr eigentlich schneller als ich, obwohl ich.
So, Stadt mit einer großen Kirche. Ja, Story so war. Alter, wer mutet sich denn da die ganze Zeit Das mit war diesem ich gerade. Ich nervigen Ploppen? muss gleich einmal den Mund fressen machen. Ja. Ja. Im ersten Haus werde ich mich niederlassen und kurz rausgehen. Okay, Bewaffnung, sagt er. Ist klar. Ich stelle mal wieder auf Ego um. So. Ego. Ego, Perspektivo. Friedrich Egon Walder. So, gucken wir erstmal hier rein. In der Tat. Alter, Hallo hier. Haus. Ja, fast nichts, ey. Wer steht hier jetzt? Achso. Bin hier jetzt gerade drin. Ich schließe die Türe. Hey. Die Türe, die Türe. Ich bin dann gleich mal wieder da. Ja, bis gleich. Uah. Oh, hier ist was zu essen, Hammer. Sehr gut. Nee, will ich nicht. Das Ding wegpacken. Ja, mehr Türen konnte man hier nicht aufmachen. Oder war unten noch eine? Alter, ist das hier dunkel. Hat Carsten sich jetzt eigentlich ausgelockt? Ja, hat er. Also nicht. Doch, hat er. Sonst wäre er noch hier. Wollen wir uns schon mal weiter umgucken? Oh, können wir machen. Na, ja, lass mal machen. Na, schau mal. Ich nehme mal das Haus da links, das große. Das gibt Zäune, über die man nicht drüber wegspringen kann. Oh. Zombie? Zombie. Warte. Ah. Geh weg. Geh beiseite. Will nicht hauen. Okay. Blutest du? Ne. Ne, okay. Ist klar. Dann ist ja gut. Dauert immer so lange, Ja, das ist bis die teilweise Axt echt noch gezogen nervig. ist. Nein, geil. Kannst du aufmachen? Ja, hier sind manchmal auch Waffen drin. Oder Munition. Ah. Kaum zu glauben, ich komme wieder und ich lebe noch. Hammer. Also, Domi, wär ich jetzt du gewesen, na, ich hätte mich umgeknopft. Eiskalt auf die Fresse gehauen. Ah, hier kann man nicht rein. Komm hier rein, hier kann man auch nicht rein. Da hinten kommen wir rein. Jawohl. Da sitzt er. Ein gezielter Schlag wäre es. Nein, also das mache ich nicht. Na, hier in dem Haus ist gar nichts. Das ist natürlich ärgerlich. Kommen wir hier noch rein? Ne, da kommen wir da nicht rein. Schade. Im Supermarkt ist auch nichts. Ja, da war ja schon jemand wahrscheinlich, wa? Ja, wir können gleich weitermachen. Ich drück mal schnell einen Stock. Okay. Es ist da hinten noch eine Schule. So. Gut. Jetzt mal Kommst du eben mit? darauf achten, dass ich nicht über mein Kabel hier fahre. Klingt falsch, aber so ist es. Haben wir in die Kirche rein? Naja, Kirche ist nie was dran. Oh, Echt? Zombie. Da fahre ich die ganze Zeit rüber. Okay. Da ist ein Zombie. Ja, ich hole den Wurm. Ah, komm her. Haben wir sie erwischt? Hatte ich angesprungen und ist gleich tot gewesen. Ach, so muss das. Hier haben wir noch einen So, Brunnen. da bin ich wieder. Wir sind schon etwas im Dorfinneren. Ich glaube, das hier kannst du nicht als Dorf bezeichnen. So, was Wirklich eine war's dann? größere Stadt. Eine Kleinstadt. Oh, hier haben wir noch einen. Stop fucking kill on time! Erstmal kurz ein bisschen was und dann Seid springe ihr in ich der mal Nähe von vor. der Kirche? Ja. Sehr schön, dann gehe ich mal zur Kirche. Überaus richtig. Oder hier ist schon Oh. wieder irgendwo ein Zombie.
Nein! So, wo genau seid ihr? Oh Leute, ich hab sie umgelegt. Nein, ich blute! Moment. Boah, nur wegen diesen scheiß Gebäude-Bugs, ey. Auch unpraktisch, so beim Fressen, Zombie. Ah, hi. Hammer, hier ist eine Zeitung. Schade, man kann sie nicht lesen. Alter, geht doch. Muss mal ein paar Vitamine zu mir nehmen. Ah, Brunnen! Hammer! Willst du einen Postkampf, hab ich gehört? Dingsen. Ja, nach Häusern kann man leider noch nicht so richtig kämpfen, muss man sagen. Mit Nahkampfwaffen. Ja, zumindest wenn die Decke relativ niedrig ist, ne? Ja, richtig. Das sackt mich ehrlich gesagt noch ein bisschen an. Aber die Zombies glitschen jetzt nicht mehr durch Wände. Das ist schon mal was Gutes. Das Dumme ist auch, ich kann jetzt überhaupt nicht... Hammer, ich bin sick. Wurdest du von einem Zombie... Ja, ich wurde gehauen halt. Ja, weil ich hab Alkohol dabei. Ja, ich hab auch Alkohol. Ist schon... Okay. Ist schon alles verwendet. Weil mich der Zombie halt in dem Haus angegriffen hat. Da hat der erste Schlag nicht gesessen. Ja, ist gegen die Decke gegangen. Sehr kann, schön. Kann einer von euch nochmal den Can-Opener droppen? Falls ihr einen habt. Hast du keinen? Ne, ich hab keinen mehr. Okay. Ich hätte einen. Kann man nicht mit dem Bayonet auch Dosen öffnen? Das war ja, kann man. Aber da hast jetzt du Verlust. Mal das Bayonet gedroppt. Nee, nee, ich hab keinen Opener dabei. So, wir laufen jetzt mal in irgendeine Richtung. Dann hau mal raus. Ach, das war ja, schon. Das ging ja schnell. Obwohl, Leute? In der Tat. Ja? Ja. In welche Richtung seid ihr? Westen. Also, wir müssten nach Westen laufen, damit wir zu euch kommen. Richtig, lass mal aber einen Ort ausmachen, in dem wir uns treffen, weil sonst laufen wir nur aneinander. Wir sind mitten auf dem Feld. Ein Ort ist gerade schlecht. Seid ihr von Polana gerade erst weg? Ja. Dann seid ihr, ja, vom Black Forest wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Lauft einfach mal durch den Wald durch. Ich hab dir den Kernopner hier wieder hingelegt. Ne? Ein bisschen noch nach Süden dann. Und dann kommt ihr nach Novi Sobo und da können wir dann warten. Ah, cool. Es gibt jetzt auch eine Anzeige für Stuffed, wie heftig man Stuffed ist. Echt? Stimmt. Wo denn das? Voll geil. Ah, I feel really full. Ja. Und es kommt nicht sofort beim Trinken wie vorher. Oder es kommt früher. Also nicht. Hä, wo steht denn das jetzt? Wenn du im Inventar bist. Really. Auch da, wo immer Hungry und so steht. Okay. Oh, sorry. Ja, wir laufen jetzt einfach mal in eine allgemeine diesen Weg Richtung. Ja, lass doch mal ein bisschen hier durchchecken jetzt. So. Hier lang. Ja, die Gebäude hier hinter uns haben wir jetzt praktisch schon alle abgecheckt. Okay. Ich muss jetzt nur noch hier mal ein bisschen, ich dachte eben, hier wäre noch eine Schule gewesen, aber... Nope. Nope. Ach scheiße, hier stehen wir ein Zombie. Kann man den anderen abnehmen? Hinter dir, hinter dir. Ich laufe mal im Kreis. Lol, man will nicht mehr laufen. Wo seid ihr denn jetzt hin? Ich bin da. Ich laufe jetzt auch mal im Kreis. Ah, sehr gut, danke. Sehr schön. Erstmal geblutet. Toll, ich blute. Hast du ein Bandage? Ich hab eins, ich bring euch eins mit. Verblute. Geh jetzt voll aus deinem Arsch raus. Das wäre ein bisschen schade. Erreck, du Sau. Ich check hier rechts nochmal das Gebäude, ne? Das große. Unglaublich schwierig, jo, nebenbei zu schreiben. Ich geh mal in Haus weiter. Während des Laufens. Kannst auch ruhig ein bisschen mehr Blut verlieren, ich hab Salin dabei. Ich auch. Ich hab sonst auch noch einen Salin. Ich auch. Also Leute, hier verblutet keiner. Nein, so schnell nicht. Was ist? Ich finde, wir spielen noch mal Blutroulette. Ja. Großes Roulette. Jeder darf einmal mit dem Revolver abfeuern. Nee, ich bin immer noch für Blut. Das hat irgendwie mehr Stil. Nein, Blutroulette ist doch geil. Leute, wir müssen mal ein Duell machen. Mit so Rücken an Rücken und dann 10 Sekunden weggehen voneinander, dann umdrehen und sofort schießen. Und wer halt zuerst zusammen sagt, der, ja, hat verloren. Der verkackt. Der wird dann auch liegen gelassen. Ja, hier war ich schon. Aber auch mit einer und derselben Waffe, ne?
Ja, natürlich. Also ich mit der M4, du mit dem Colt. Nee. Wer als erstes ohnmächtig wird, wird ausgezogen und liegen gelassen. Sonst haben wir ja gesehen, kann man sich noch irgendwie heilen. Stimmt. Ja, du hast nur die Chance, wenn du unconscious bist, nach bis zu 5 Minuten danach, glaube ich, wiederzukommen. Nein, du willst nicht nehmen. Steht da so ein Schwarzer hinter mir. Aber wenn du zu viel Blut verloren hast, dann ist das sowieso zunichte. Dann musst du dich erstmal geheilt bekommen. Das kriegst du, wenn du bewusstlos bist, nicht hin. Es sei denn, du hast einen freundlichen Mitspieler, die wir hier natürlich nicht in dieser Truppe haben. Das. Genau, in dieser Truppe sind nämlich nur Arschlöcher. Arschgeier, ja. Ich wollte jetzt nicht Arschlöcher sagen. Aber es kommt ja. Ja, das denn, du musst gerade hupen, ey. Ja, natürlich. Also, sagen wir so, ich hatte meinen Spaß. Ich bin hinter dir, glaube ich. Tatsache, da ist jemand. Und Tatsache, da ist noch jemand. Hi. Ja, dann lass einfach mal weiterlaufen. Okay, wir können einfach die Straße hier dann weiter. Da geht's dann Richtung Novisobo. Jetzt ist vor aus Mexiko. Mexiko? Mexiko, ja. Finger am Po. Mexiko, Pendejo. Wiedersehen. Ich kann jetzt leider nicht einschätzen, wie viel Blut ich verloren habe. Das stimmt. Das geht gar nicht. Wenn man leuchtet, dann könntest du es sehen. Ja gut, das stimmt. Aber tue ich nicht. Aber so ein bisschen. Hier ist irgendwo ein Zombie. Zombie. Ja, ignorieren wir einfach. Weiterlaufen. Geschlagen wird später. Ja, richtig. Erst schlagen, dann fragen. Erst fragen, dann schlagen. Es wird heller. Gut. Außerdem ist Domi weg. Da ist Domi. Hallo Domi. Yes. Guck mal, hier ist so ein schöner Parkplatz. Oh ja, wunderschön. Warte mal da hinten. Ah, da hinten ist schon wieder die nächste Moschee. Ah, das ist Novisobo dann. Sind die anderen auch auf dem Weg Richtung Novisobo? Muss ich beim Hinsetzen meiner Atmung. Ich hab denen gesagt, sie sollen nach Westen gehen und da wäre dann Novisobo. Okay. Also wenn die dann auf dem Weg nach Westen, nach Süden auch gucken. Mhm. Oh, die wunderschöne Sternenhimmel beschert mir so viele Frames. wenn ich in den Himmel gucke, dann habe ich 30 Frames. Dann liege ich dann bei 50. Ja gut, ich nehme ja noch nebenbei mit auf. Und du hast auch eine höhere Grafikeinstellung? Ja, wahrscheinlich schon. Ich muss noch gucken, die Richtung. Ich hab alles auf normal. Garantiert. Ja, Mann. Also, Domi, wenn wir nicht mitten auf dem Weg sind, dann weiß ich auch nicht. Nein. Ah, Carsten hat schon eine Flitzer. Was? Läuft hier einfach vorweg. Nein. Ah, nee, Carsten, ich bin hinter euch. Scheiße, ich verwechsel euch beide immer. Von hinten. Beide haben eine M4, ne? Ja. Ah, ne, er hat doch eine. Eine Musin. Da fällt es doch top zu viel. Aber er hat einen Rucksack.